Mein Name ist Markus Gruner, ich bin Kursleiter hier am SMAC und habe mich als Archäotechniker viele Jahre mit den Metallen beschäftigt. Heute möchte ich Ihnen gerne einmal die Bronze vorstellen. Wie tritt uns die Bronze nun im archäologischen Fundgut entgegen? Leider ist sie nicht immer so goldglänzend wie nach der Herstellung, sondern grün, schwärzlich, patiniert kommt sie im archäologischen Fundgut ans Tageslicht. Doch was kam vorher, bevor sie in den Boden gelangte? Welche Herstellungstechniken wurden verwendet? Setzen wir einmal voraus, dass die wesentlichen Innovationen zur Gewinnung der Metalle bereits am Ende der Jungsteinzeit vollzogen waren, sei es intentionell oder durch Zufall. Was den Menschen schlussendlich bewog, dem Kupfer das Zinn beizugeben und eine Bronze herzustellen, wird wohl im Dunkel der Geschichte bleiben. Doch wie revolutionär ist nun eigentlich die Bronze im Vergleich mit ihrem Hauptbestandteil, dem Kupfer? Unter Zuhilfenahme von Holzkohle wird eine Legierung hergestellt mit neuen Eigenschaften. Wesentlich davon sind nun das goldähnliche Erscheinungsbild, das ist wichtig für die Schmuckherstellung, und natürlich die besseren Möglichkeiten der Härtung. Das braucht man besonders bei der Herstellung von Werkzeugen und Waffen. Um ein Objekt aus Bronze herstellen zu können, muss im Vorfeld entweder ein Gussmodell gefertigt werden oder die zu gießende Form wird aus dem Stein herausgearbeitet. Sie sehen, es ist am Ende nicht viel, was bleibt von dem ganzen Herstellungsprozess. Ein paar Scherben hier und ein Gusskuchen dort. Doch dann konnte weiter bearbeitet, zum Beispiel geschmiedet werden. Was uns zum wichtigsten Punkt bringt, nämlich der Härtung des Metalls. Durch das Hämmern des kalten Metalls wird das Material verdichtet und erreicht eine Härte, die der des Roheisens vergleichbar ist. Auch konnte es in die gewünschte Form gebracht werden, sei es lang ausgezogen, flach gehämmert oder spitz und gebogen. Das Tordieren wiederum, welches ein Verdrehen des Materials meint, findet besonders bei der Schmuckherstellung Verwendung.